Hallo liebe YouTube-Freunde, heute will ich euch ein weiteres Projekt aus meinem Buch vorstellen, und zwar will ich mit euch heute ein Blasrohr aus einem Holunderast mit einem Pfeil bauen. Für das Blasrohr verwende ich wie gesagt einen Holunderast. Den Holunder hat ja bekanntlich ein großes Mark, einen großen Markbereich, den man ausstoßen kann. Wenn keine Hilfsmittel zur Verfügung stehen, wie zum Beispiel ein Stück Eisendraht oder einen Bohrer, so ist es nicht ganz einfach, das Mark auf eine große Länge auszustoßen, weil es sich in der Mitte so komprimiert. Und dann, wenn man nur einen Ast zur Verfügung hat, um das Mark auszustoßen, kann der Ast schnell abbrechen. Aber ich zeige euch, wie ich das mache. Ich habe hier schon einen Holunder gefunden. Der hat da viele brauchbare Triebe. Ich werde mir jetzt mal einen abschneiden. Wenn das Mark ganz frisch ist, geht es am besten, um es auszustoßen. Ich habe aber auch schon den Ast gewässert. Ich habe ihn 2-3 Stunden in einen Bach oder in ein Gewässer gelegt. Und dann wurde das Mark so pumpig und danach ging es auch besser. Zur Länge des Astes ist noch zu sagen, je länger das Blasrohr, umso besser ist die Zielgenauigkeit, vorausgesetzt das Rohr ist gerade gewachsen. Aber wenn wir wie gesagt keine Hilfsmittel zur Verfügung haben, dann würde ich etwa eine Länge von 25 cm wählen. Hier liegt er nun und ich werde mir hier etwa den Ast an dieser Stelle ablängen. So, ich habe mir nun ein Stück Holunderast abgesägt. Ihr seht hier den großen Markanteil in der Astmitte. Und dieses Mark werde ich nun versuchen auszustoßen. Die ersten 3 cm mache ich immer mit der Ahle. Ich gehe da mit der Ahle rein. Überdrehe die ein bisschen und nehme das Mark raus. Dasselbe auf der anderen Seite. Ich nehme da wirklich möglichst viel raus, denn ich gehe nach dem Motto, alles was draußen ist, ist draußen und kann nicht mehr in der Mitte verstopfen. Wenn man einen genug großen Durchmesser hat, damit die Säge das Loch nicht beschädigt, dann setze ich auch gerne die Säge ein und das Mark schon mal möglichst tief zu entfernen. Ich achte darauf, dass ich das Loch nicht unnötig zerkratze, die Wandung im Innenloch, damit die Pfeile nicht irgendwie hängen bleiben.
So, jetzt habe ich da schon ordentlich viel Mark entfernt. Jetzt bleibt mir noch der Rest von diesem Daumen bis zu diesem Daumen. Und diesen Rest werde ich mit einem Holzstößel ausstoßen. Ich habe dazu hier einen trockenen Haselast gefunden. Den spitze ich etwas an. Und mit diesem Ast versuche ich nun vorsichtig von beiden Seiten einen Durchgang hinzukriegen. Das Mark, das ich nun aufzustoßen versuche, komprimiert sich da irgendwo in der Mitte. Das gibt so einen Klumpen, der nicht ganz einfach auszustoßen ist. So. Also ich bin da schon über der Hälfte. Von dieser Seite bin ich auch schon über der Hälfte. Das heißt, seht ihr, wenn man nicht aufpasst, dann bricht sehr gerne der Ast ab. Aber ich habe schon ein Durchgangsloch. Ihr seht das Problem. Es ist wirklich nicht einfach. Aber mit etwas Geduld geht's schon. So, jetzt habe ich einen schönen Durchgang. Ich besorge mir jetzt ein schönes Tannennestlein, weil das irgendwie so rau ist und das geht sehr gut, um den Rest da noch rauszuputzen. Denn die Innenseite des Loches muss wirklich spiegelblank sein, damit der Pfeil gut angeht. Ich habe da leider nur so ein krummes Teil gefunden. Wichtig ist, dass ihr diese Ästlein dran lässt, weil die kratzen das Mark dann schön raus.
jetzt kommt's gut. Dieses weiche Mark, das ich da mit dem Ast abschabe, die bilden so Stücklein, die komprimieren sich in der Mitte und es braucht wirklich etwas Geduld, bis man da mal dieses Mark auf eine Seite ausgestoßen hat. Das Rohr fertig. Jetzt bauen wir einen Pfeil. Ich verwende dazu ein Stück Haselast, etwa von dem. Eine Seite so zu, schäle den, ja. Der Pfeil wird etwa so lang. So. Gegen hinten verjünge ich den Pfeil etwas. Das Hauptgewicht vorne ist, damit das Ende den vorderen Teil während dem Flug nicht überholt. So, das Hauptgewicht muss vorne sein. Wichtig ist, dass der Pfeil schon mal ohne Widerstand durch dieses Rohr flutscht. Super. So, als Pfeilspitze verwende ich eine Nadel, wenn ich einen dabei habe, und zwar habe die Victorinox Taschenmesser, wenn ihr den Tappenzieher aufklappt, hier einen Nadelschacht. Normalerweise habe ich da eine Nadel drin, die ist jetzt rausgeflogen oder weiß ich was. Darum habe ich keine Nadel die ich als Spitze verwenden kann. Ich nehme Dornen des Weißdorn, so ein Busch steht bei mir vor dem Haus, die blühen wunderschön im Frühling und
Diese Spitzen sind schon recht hart und ich werde jetzt da eine Spitze einlassen. Kleine Klinge, wenn ihr schon eine habt. Ist nicht ganz einfach, dieses Teil zu halten. Und ich stecke das einfach den Dorn in das Mark des Haselastes. So. Der passt da wunderbar rein. Ich begebe mich anschließend noch auf die Suche nach etwas Harz. Dann zeige ich euch, wie ich diesen Dorn zusätzlich mit Harz fixiere. So, nun kommen wir zum hinteren Teil. Am hinteren Teil bringen wir ein paar Grashalme an, damit die Grashalme verdichten das Rohr. Und wenn man hinten reinpustet, dann geht nicht die Luft nebendran vorbei, sondern die Luft schiebt dann den Pfeil an. Und für das schnitze ich kleine Kerbe. In dieser Kerbe werde ich mit Brennnesselfasern ein paar Grashalme zusammenbinden. Ich suche mir mal ein paar Grashalme und dann zeige ich euch die weiteren Schritte. Sammelt den Gräser, die ordne ich mit dem Pfeil an, so dass die Nut im Pfeil etwa bei der Mitte der Gräser zu stehen kommt. Dann binde ich sie mit der Brennnesselfaser fest. Der Nut am besten. Nun lege ich die Gräser so um. Und binde sie nochmals zusammen. Ich verwende da mal lieber ein Stück Schnur, weil um da eine gute Brennnesselfaser zu gewinnen, brauche ich da etwas Zeit. Ich habe
Stück Schnur da. Ich mache einen 8er Knoten. Fahre da rein. Ziehe den Knoten vorsichtig zu. Jetzt werde ich hinten die Gräser noch etwas ablängen. Und fertig ist der Pfeil. Ich habe da etwas Harz gefunden. Und mit diesem Harz werde ich nun versuchen, den Pfeil etwas besser zu fixieren. Das heißt, ich werde einfach brennendes Harz auf diese Stelle tropfen lassen. Und ich werde auch die Schnur hier etwas einharzen, damit sich der Knoten nicht mehr löst. Brennendes Harz, das heruntertropft, bei dem ist das Terpentin verdampft und das wird dann so wirklich glasig hart. So. Mal gespannt, ob der Pfeil noch durchs Rohr passt. Wunderbar. So, und jetzt werden wir mal Probe schießen. So, ich habe hier einen vermoderten Baumstrunk. Mal schauen, ob ich den treffe. Perfekt, oder? Gleich noch ein Schuss. Verfehlt.
So, ich hoffe, ihr hattet Spaß in diesem Video. Mir hat es jedenfalls Spaß gemacht, ein Blasrohr und einen funktionierenden Pfeil zu bauen. In 2 Wochen kommt mein Buch raus, das heißt Ende April 2012. Das Buch heißt Werken mit dem Taschenmesser. Da findet ihr noch 25 weitere spannende Schnitzprojekte. Außerdem erfahrt ihr im Buch alles über den sicheren Umgang mit dem Taschenmesser und über die Pflege und über das Schärfen des Taschenmessers. Die offizielle Internetseite zum Buch heißt www.taschenmesserbuch.ch. Dort findet ihr noch zusätzliche Materialien. Es hat einen Taschenmesser-Song. Es hat einen Comic, der den Kindern die Sicherheitsregeln erklärt. Es hat ein Diplom und Arbeitsblätter. Auf diesen Arbeitsblättern könnt ihr euch vorbereiten für die beschriebene Taschenmesserprüfung. Ja, das war's. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Tschüss.